Herzlich willkommen beim SPD-Frühlingsempfang 2021 hier in Emmendingen, bei uns im SPD-Kreisverband Emmendingen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr unseren traditionellen Frühlingsempfang machen. Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen, denn wir finden auch in der Corona-Krise, gerade in der Corona-Krise, da brauchen wir starke Parteien, starke Parlamente. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen Frühlingsempfang heute machen. Allerdings leider nur online, aber immerhin werden wir das heute so auf die Beine stellen. Heute ist ja der Internationale Frauentag und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute beim Frühlingsempfang zwei starke Powerfrauen haben. Und zwar begrüße ich ganz herzlich, sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen unsere SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. Und neben mir hier, ihr kennt sie alle, herzlich willkommen Sabine Wölfle, unsere Landtagsabgeordnete und Landtagskandidatin. Ja, ganz herzliches Hallo auch der Presse und auch euch nochmal herzlich willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Vieles ist also anders in der Corona-Krise beim Frühlingsempfang, aber eines ist gleich, wir haben super Laune und wir haben gute Musik. Und deswegen steigen wir jetzt ein mit Ellen Garnelis. Bitteschön. Her eyes make the star look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know when I compliment her, she won't believe me. It's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. I could kiss them all day if she let me. Her laugh she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I'd never ask you to change. If perfect what is searching for, then just say the same. So don't bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, it's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when girl, you're amazing, just the
Sehr cool. Applaus von uns. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sabine Wölfle und ich bitte um Ihre Stimme am 14. März 2021. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend hier aus dem Studio. Eine ganz ungewohnte Situation. Eigentlich würden wir jetzt in irgendeiner Halle stehen, Johannes, vor vielen, vielen Menschen. Aber das ist eine tolle Geschichte, die wir hier machen. Also vielen Dank an alle, die beteiligt sind. Auch dir, Ellen, wunderbar, die musikalische Umrahmung. Ja, jedes Jahr findet unser SPD-Frühlingsempfang statt, dieses Jahr eben anders. Und eigentlich hätten wir auch noch eine andere Veranstaltung gehabt, denn heute ist der Internationale Frauentag. Und jedes Jahr feiern wir mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen einen ganz speziellen Tag, nämlich wir suchen uns Frauen aus dem Landkreis Emmendingen aus, die sich ganz besonders hervorgetan haben mit ihrem Ehrenamt, mit ihrem Engagement. Und wir haben jedes Jahr einen Preis verliehen und unsere ASF-Vorsitzende Anne Gartev lässt auch alle herzlich grüßen, die immer jedes Jahr dabei waren. Aber dieses Jahr haben wir es verschieben müssen, weil wir gesagt haben, wir wollen das doch in einem Rahmen machen, wo auch unsere Preisträgerinnen dabei sein können. So verschieben wir es aufs nächste Jahr. Ja, wir sind wenige Tage vor der Landtagswahl und heute steht der Frühlingsempfang, ich sagte schon, ganz besonders unter dem Eindruck des Internationalen Frauentages. Und deswegen werde ich hier einfach auch noch mal ein paar Punkte hervorheben, die einfach gut heute in diesen Tag hineinpassen. Wir haben in Baden-Württemberg sehr wenig Frauen im Parlament. Deswegen ist es auch nochmal ein Appell, darauf zu achten, dass auch Frauen eine Chance haben, im Parlament vertreten zu sein. Es wird auch dieses Mal nicht eine große Veränderung geben. Unser Landtagswahlrecht ist da leider etwas rückwärtsgewandt und das ist ein Thema, ich werde es gleich nochmal ansprechen. Aber wir sind als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, was die Gleichstellung angeht, einfach auch in der Tradition unserer Vorfahren verpflichtet. Denn vor über 100 Jahren waren es Sozialdemokratinnen, ganz besonders Marie Juchartz, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Und 1948/49 war es Elisabeth Selbert, die als eine der Mütter unseres Grundgesetzes den Gleichberechtigungsgedanken in unser Grundgesetz hinein erkämpfen musste. Und das war damals ein großer Erfolg. Wir sind eine Partei, wir haben eine Quote, dadurch haben wir auch viele Frauen in unseren Gremien, aber wir können nicht alleine dastehen. Es müssen auch noch andere Bereiche geben, wo Frauen, die immerhin 50% unserer Gesellschaft ausmachen, gut vertreten sind. Im Parlament von Baden-Württemberg, wir haben die rote Laterne, wir haben den niedrigsten Frauenanteil aller Parlamente, aber das kann ich gerne sagen, wir Frauen parteiübergreifend mit einer Ausnahme, man ahnt es schon, es ist die AfD. Die anderen vier Fraktionen, die Frauen, wir treffen uns regelmäßig. Wir tauschen uns ein, zweimal im Jahr über die Parteigrenzen hinaus aus. Und wir stellen fest, dass wir eigentlich alle eine große Gemeinsamkeit haben. Eigentlich sind wir uns in den entscheidenden Themen alle einig. Wenn aber die Frauen zurückgehen in ihre Fraktionen, ja, dann gibt es natürlich andere Mehrheiten, andere Schwerpunkte und das ist dann eben sehr, sehr schwierig, dass wir hier vorankommen. Wir haben uns in unserem Wahlprogramm zur Landtagswahl einfach mal Gedanken gemacht, wie wir diesen Gedanken oder diese Idee der Gleichstellung weiter vorantreiben können. Und da habe ich einfach mal ein paar Zahlen, die noch mal deutlich machen, wie wichtig das ist. Ungefähr 84% aller Mitarbeiter in Pflegeberufen sind Frauen. 84%. 83% sind Frauen in Erziehungs- und in Sozialberufen. Es gibt noch weitere Statistiken, aber ich wollte jetzt einfach mal diese beiden Bereiche herausnehmen, weil die passen auch zu den großen Highlights in unserem Wahlprogramm. Zunächst einmal wollen wir als SPD eine Wahlrechtsreform.
Das wollen wir schon lange, war bisher nicht möglich. Auch in der laufenden Legislaturperiode war es nicht möglich, obwohl es im Koalitionsvertrag drinsteht, konnte man sich nicht einigen. Wir als SPD haben immer wieder versucht, uns anzubieten für Gespräche. So wird auch diese Landtagswahl so genauso laufen wie bisher. Und wir werden nächste Woche wissen, heute in einer Woche werden wir wissen, wie viele Frauen wird es in diesem Parlament geben. Unter Umständen gibt es weitere Rückschritte. Wir wollen als SPD eine paritätisch besetzte Landesregierung. Das heißt, der Ministerrat soll zu 50% aus Männern und Frauen bestehen. Es gibt genügend von beider Sorte. Deswegen ist es keine Schwierigkeit, eine gute Landesregierung paritätisch auch aufzustellen. Wir wollen aus dem bisherigen Chancengleichheitsgesetz keinen zahnlosen Tiger mehr machen, sondern das soll mal so richtig ein Raubtier werden. Wir wollen nämlich tatsächlich im öffentlichen Dienst die Frauen fördern und sie auch entsprechend in die entsprechenden Positionen bringen. Natürlich, unser Highlight, wir wollen die gebührenfreien Kita. Und was hat die Kita mit Frauenpolitik oder Gleichstellungspolitik zu tun? Sie hat was mit Männern und Frauen zu tun, denn die gebührenfreie Kita entlastet Familien, Alleinerziehende, aber auch Eltern, die sich die Fürsorgearbeit für die Kinder teilen und wo es dann oft die Frau ist, die am Ende vielleicht nur halbtags arbeiten kann und wo die Kita-Gebühr die Familien entlastet. Es ist also auch ein Gleichstellungsinstrument für echte Wahlfreiheit, auch für Frauen. Wir wollen den Ausbau des verlässlichen Ganztags. Es sind überwiegend die Frauen, die nur halbtags arbeiten, weil die Kinder am Nachmittag keine Betreuung haben. Auch hier wäre ein verlässlicher Ganztag genau das Instrument, dass Frauen entscheiden können, was sie wirklich wollen, weil die Rahmenbedingungen einfach besser sind. Wir wollen die Armut im Land bekämpfen. Armut ist weiblich. Gerade heute Morgen kam ein Bericht, jede fünfte Frau in Baden-Württemberg ist von Armut bedroht oder ist bereits in der Armut drin. Und das in einem so reichen Land wie unserem, das ist ein Zustand, den wir dringend ändern müssen. Da brauchen wir die Sozialdemokraten, die hier wirklich mal deutliche Impulse geben. Wir sagen auch als SPD klar, Gewalt an Frauen und Kindern, das muss auch weiter bekämpft werden. Wir brauchen mehr Kinderschutz und wir brauchen mehr Beratungsstellen. Wir müssen hier mit aller Härte versuchen, dagegen vorzugehen und Kinder und Frauen vor Gewalt zu schützen. Wir wollen die Unterversorgung in der Geburtshilfe in Baden-Württemberg wollen wir angehen. Es kann nicht sein, dass Frauen 100 Kilometer fahren müssen, wenn sie entbinden. Hier braucht es eine flächendeckende Versorgung. Wir haben die Ideen dazu und wir wollen das gerne umsetzen. Ein weiterer Punkt, ich habe die hohe Anzahl auch von Frauen in der Pflege, das sind auch pflegende Angehörigen. Es sind auch hier wieder die Frauen, die die Fürsorgearbeit für die Angehörigen leisten, die vielleicht ihre Berufstätigkeit zurückstellen und haben hinterher die Nachteile in der Rente. Erst erziehen sie ihre Kinder und wenn sie wieder arbeiten gehen wollen, dann kommt die Pflege der Eltern, der Schwiegereltern. Auch das lastet sehr stark und ist für die Frauen auch fatal. Wir brauchen einen deutlichen Ausbau der Kurzzeit- und Tagespflege und wir brauchen eine Anerkennung der Pflegearbeit von Angehörigen. Auch hier haben wir klare Ideen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch Frauen, aber auch Männer betrifft, ist der bezahlbare Wohnraum. Speziell Frauen mit einer kleinen Rente, aber Alleinerziehende oder Familien mit Kindern mit kleinem Einkommen müssen heute über 30% ihres Einkommens für Miete bezahlen. Hier müssen wir in Baden-Württemberg dringend voranschreiten. Wir brauchen mehrere hunderttausend Wohnungen im Jahr bezahlbar für alle, damit die Menschen nicht nur für die Miete arbeiten müssen. Jetzt habe ich viele Beispiele genannt. Ich könnte noch viel mehr nennen, aber das sind vor allen Dingen Beispiele, die sich sehr stark auch auf Frauen beziehen. Kommenden Sonntag ist Landtagswahl, eine Entscheidungswahl. Und ich sage es ganz ehrlich, wir alle, Johannes, gehen davon aus, es wird Ministerpräsident Kretschmann auch weiter im Amt bleiben. Das sieht ganz danach aus. Und Sie alle entscheiden mit Ihrer Stimme, wer mit den Grünen dieses Land regiert für die nächsten 5 Jahre. Ich glaube, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir machen da ein gutes Angebot. Wir sind vielleicht auch das soziale Gewissen in einer grün-roten Regierung, vielleicht noch mit einer FDP. Und deswegen bitte ich um Ihre Stimme, ich bitte um Ihre Unterstützung. Und ich glaube, auch für mich als Frau noch eine dritte Wahlperiode, um auch für Frauen, aber für Familien und für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land da zu sein und mich zu engagieren. Ich glaube, diese Stimme ist es wert. Dafür kämpfe ich bis zur Öffnung der Wahllokale und hoffe auf ein gutes Ergebnis in einer Woche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sabine. Und für alle, die noch nicht wissen, wem sie die Stimme geben sollen am Sonntag, kommt jetzt eine objektive Wahlberatung durch einen kurzen Videoclip. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass Baden-Württemberg an vielen Stellen gut aufgestellt ist.
Aber wir haben auch erlebt, wo wir noch besser werden müssen. Und das beginnt bei unserer Regierung. Unsere Landesregierung braucht neuen Schwung, neue Energie, neue Ideen und neue Prioritäten. Gerade jetzt muss unsere Landesregierung für sichere und gute Arbeitsplätze kämpfen. Die gibt es, wenn Baden-Württemberg das Land bleibt, in dem die besten Maschinen und die besten Autos der Welt gebaut werden. Auch in der digitalen Welt und auch klimaneutral. Wir haben auch begriffen, dass unser Gesundheitssystem nicht länger kaputt gespart werden darf. Wir brauchen besser bezahlte Pflegekräfte und eine gute ärztliche Versorgung auch auf dem Land. Außerdem muss Wohnen für alle bezahlbar sein. Dazu braucht es mehr öffentlichen Wohnbau und mehr Hilfen für Mieter und Häuslebauer. Und dann geht es mir um gute Bildung, um moderne Schulen und mehr Ganztagsbetreuung. Wir brauchen mehr Lehrkräfte und natürlich eine bessere Ausstattung. Am 14. März geht es darum, dass unsere Landesregierung wieder neuen Schwung und neue Energie bekommt. Dafür braucht es die SPD. Damit das Wichtige jetzt angepackt wird, das will ich tun. Mein Name ist Andreas Stoch und ich bitte Sie um Ihre Stimme für die SPD. Ihre Stimme für neuen Schwung in der Regierung. Andreas Stoch und die SPD wählen. Das Wichtige jetzt. Ja, sehr cooler Spot. Und jetzt freue ich mich sehr, das ist nach Rudolf Scharping in den 90er Jahren jetzt das zweite Mal, dass wir hier im Kreisverband die SPD-Spitze in Person unserer SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken begrüßen können. Nochmal herzlich willkommen, Saskia, dass du bei uns bist. Bitte schön, du hast das Wort. Vielen, vielen Dank, lieber Hannes, liebe Sabine. Ich wäre natürlich auch gerne vor Ort bei euch. Das würde noch mehr Spaß machen, euch allen auch wirklich in die Gesichter zu gucken. Das ist ja immer so ein bisschen so knapp aneinander vorbeigucken mit diesen Videokonferenzen. Aber es ist eine schöne Sache, dass man überhaupt aus verschiedenen Orten zusammenkommen kann. Ich muss dich korrigieren. Ich bin in Calw, in meinem Zweitwohnort oder erst, je nachdem, wie man sieht, in meinem Wahlkreis, also ganz in eurer Nähe eigentlich. Aber so sind wir ja schnell miteinander verbunden. Es sind jetzt viele ganz, ganz wichtige Argumente schon vorgetragen worden, warum die SPD in der nächsten Landesregierung beteiligt sein muss und warum natürlich auch Sabine Wölfle eine dritte Wahlperiode ihren Wahlkreis vertreten sollte, damit eben gute Politik im Landtag in Baden-Württemberg umgesetzt wird und auch in einem guten Parlament natürlich Parlamentarier auch zur Kontrolle der Regierung zuständig sind. Ich will dem eigentlich nur hinzufügen, dass es auf die Menschen auch ankommt und dass ich sowohl Sabine als auch Andreas und natürlich auch dich, Hannes, als mein Kollege im Bundestag, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten als Menschen kennenlerne, die als Politiker kennenlerne, die ganz nah auch bei denen sind, die sie vertreten, die immer wieder auch Rücksprache halten mit der Bevölkerung, jetzt gerade in Zeiten von Corona, ganz viel sich auch Feedback holen dazu, wie geht es euch in der Pandemie, was müssen wir verändern, damit wir besser daraus hervorgehen. Denn ich glaube, gerade wenn wir jetzt heute vom Frauentag reden, dass die Frauen die Hauptlast auch dieser Krise tragen und dass wir den Rollback in die Rollenmodelle der früheren Jahre, der durchaus durch Corona auch entstanden ist, dass wir verhindern müssen, dass der Bestand hat, die auch die soziale Spaltung hat, unter Corona nochmal eine Stärkung, eine Vertiefung erhalten. Daran müssen wir arbeiten und dafür braucht es, und das kann man, da kann man durchaus auch in die Vergangenheit blicken, wie zwischen 2011 und 2016 in Baden-Württemberg eben von guten sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern mitregiert wurde. Dazu braucht es eben eine sozialdemokratische Regierung, auch in Baden-Württemberg, damit dort eine gute Sozialpolitik, damit dort eine gute Bildungspolitik gemacht wird und damit ein guter Wohnungsbau auch wieder den bezahlbaren Wohnraum übrigens nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land nach vorne bringt, damit alle auch ein Anrecht haben auf bezahlbares Wohnen. Denn ich finde, das ist ein Menschenrecht. Die Bildungspolitik ist in den letzten 4 Jahren in Baden-Württemberg ziemlich unter die Räder gekommen. Da ist es insbesondere Zeit, dass sich wieder jemand drum kümmert. Und so ist es auch in der Sozialpolitik.
Wenn wir auf den Frauentag nochmal schauen, dann kann ich noch einen kleinen Schlenker machen in Richtung unseres Zukunftsprogramms. Auch im Bund stehen wir ja jetzt nicht so knapp wie ihr, aber doch auch vor Wahlen. Im September wird der Bundestag neu gewählt. Auch wenn wir gerade noch sehr damit beschäftigt sind, die Corona-Pandemie zu bewältigen, muss es uns doch auch darum gehen, wie kommen wir eigentlich aus dieser Pandemie heraus, wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter und wie gehen wir auch mit den wichtigen Zukunftsaufgaben um, wie gehen wir die an. Das Wichtige jetzt ist hier der Slogan in eurem Wahlkampf und darum muss es natürlich auch bei uns im Bund gehen. Und in diesem Zukunftsprogramm nehmen wir auch starken Bezug auf die Situation der Frauen, auf die Gleichstellung und insgesamt auf die Frage dessen, wie gelingt es uns, eine Gesellschaft zu formen, wo Respekt vor der Individualität des Einzelnen, vor der Leistung der Menschen in den unterschiedlichsten Berufen und auch gegenüber ihrer Eigenheit, ihrer Verschiedenheit, wie uns das gelingen kann, weil nur so eine Gesellschaft des Zusammenhalts eine gute Basis ist, um die Zukunft auch zu gestalten. Die Zukunft, die Veränderungen mit sich bringen wird, durch die sozial-ökologische Wende, durch den digitalen Wandel, durch all das, was vor uns liegt, was wir gestalten wollen und müssen, was wir auch gemeinsam mit den Menschen gestalten wollen und müssen. Und um dafür eine gute Basis zu bilden, braucht es Bildung, braucht es gute, wichtige Grundrechte und es braucht eben auch den Respekt zu wissen, ich bin Teil der Gesellschaft und ich bin auch gemeint, wenn es darum geht, eine gute Zukunft für alle zu gestalten. In diesem Sinne finde ich es sehr, sehr wichtig, jetzt nochmal deutlich zu machen, in Baden-Württemberg geht es jetzt ums Ganze. Es geht darum, den Grünen, das hat Sabine ganz richtig gesagt, die Aussichten sind so, wie sie sind, den Grünen eine wichtige, gestaltende Kraft an die Seite zu stellen. Und da sind Sozialdemokraten vorne dran. Deswegen kann auch ich nur darum bitten, Sabine Wölfle und der SPD die Stimme zu geben. Okay. Ja, vielen Dank, Saskia. Wir freuen uns auch, dass du noch Zeit hast für eine Diskussion. Wir Hinweis an die Zuschauer über den Chat im YouTube, den wir hier verfolgen, können uns alle Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen stellen. Machen Sie gerne davon Gebrauch. Starten würde ich gern mit einer Frage, die mir schon vorab eine Mutter hat zukommen lassen. Sie ist an Saskia Esken gerichtet und die Mutter von zwei Kindern möchte wissen, Frau Esken, was macht die SPD jetzt in der Corona-Situation für die Familien? Die Belastung wird von ihr als sehr hoch beschrieben. Du hast selber Kinder. Du bist oft mit Familien im Gespräch. Was macht die SPD für Familien in der Corona-Pandemie? Diese Frage möchte ich dir als erstes weiterleiten. Mit dem Dank an die Dame, die gemeldet hatte. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite die Möglichkeit, das nochmal darzustellen. Wir sehen die Situation der Familien als hochgradig prekär in dieser Situation, in dieser Lage in unter Corona, weil ja die unterstützenden Institutionen in Teilen vollkommen weggebrochen sind. Die Kitas waren geschlossen oder eben nur zur Notbetreuung geöffnet. Mit den Schulen ist es ähnlich. Manche, weil vorher die Rede davon war, Sabine, manche haben ja kleine Kinder zu Hause und betreuen gleichzeitig pflegebedürftige Angehörige. Auch da war dann zum Teil die Tagespflege geschlossen. So sind Familien wirklich sehr stark unter Druck geraten und diese Situation zu erkennen und dann eben auch die entsprechenden Unterstützungsleistungen auf den Weg zu bringen. Das war schon wichtig in der Bundesregierung. Da ist es zu der Entscheidung gekommen, einen Kinderbonus auszuzahlen. Im vergangenen Jahr haben wir diesen Aufschlag aufs Kindergeld bezahlt. Das ist auch bei Grundsicherungsempfängern angekommen, nur nicht bei denen, die sehr, sehr viel verdienen. Das ist, glaube ich, auch richtig so, weil die es nicht so dringend brauchen. Und ähnlich ist es mit der Lohnfortzahlung nach Infektionsschutzgesetz und den Kinderkranktagen, die wir jetzt erhöht haben. Weil wir wissen, dass natürlich, wenn die Kitas und die Schulen geschlossen sind, die Eltern nicht unbedingt im selben Maße wie bisher weiterarbeiten können. Viele können aber solche Krankentage gar nicht nehmen, weil sie eben gebraucht werden im Beruf. Und dann wird es wirklich schwierig. Dann deswegen ist es uns auch ein Anliegen und auch weil die Kinder eben die Betreuung brauchen in den Einrichtungen,
dass wir die Schulen und die Kitas auch mit höchsten Schutzbedingungen, wie sie über irgend möglich sind, mit Wechselmodellen und Ähnlichem, aber auch mit Lüften und mit Masken tragen und jetzt natürlich auch mit dem Konzept, Erzieherinnen und Lehrkräfte zu impfen, Kinder zu testen, einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, damit eben die Institutionen auch wieder den Familien als Unterstützungsleistung an die Seite stehen. Ja, ich würde da vielleicht eine Frage anschließen, Saskia. Du warst ja früher auch sehr stark im Bereich der Bildung unterwegs, Digitalisierung, das passt ja gerade in die aktuelle Zeit sehr gut rein. Aber ich denke, wir müssen auch mal darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn die Pandemie mal vorbei ist. Wir haben viele Kinder, ja, die sind traumatisiert. Wir haben auch Eltern, die sehr, sehr belastet sind, die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Ich bekomme viele Zuschriften, zum Beispiel auch von Eltern mit behinderten Kindern, die zu Hause sind, wo man gar nicht mehr weiß, wie man die eigentlich noch beschäftigen kann. Die sind natürlich jetzt nicht in dem Maße jetzt digital unterwegs, vielleicht wie andere. Sollten wir darüber nachdenken, dass wir gemeinsam hier auch mehr psychologische Nachbearbeitung anbieten, um einfach die Kinder auch wieder aus diesem, ja, teilweise Trauma herauszuführen. Das gilt sicherlich nicht für alle Kinder, aber viele Kinder haben Probleme. Das melden mir Lehrer, Erzieher, aber eben auch Mütter zurück. Ich glaube, da brauchen wir noch einen Plan B. Wie siehst du das? Ich sehe das wie du, Sabine, und wie auch die vielen Zuschriften, die du erhältst, die erhalte ich auch. Und das ist auch tatsächlich ein Riesenproblem. Ich glaube, es trifft natürlich insbesondere die, die ohnehin schon benachteiligt sind, die ohnehin schon das eine oder andere, den einen oder anderen Wackerstein im Rucksack mit sich rumtragen. Aber ich glaube, dass man von allen Kindern und Jugendlichen sagen kann, dass dieses prägende Jahr, dieses eine Jahr ihres Lebens, das ja zum Teil, sagen wir mal, in der Pubertät oder auch bei den Kindern in der Entwicklung eine ganz entscheidende Zeit gewesen ist, starke Einschränkungen mit sich gebracht hat. Denn Kinder und Jugendliche brauchen andere Kinder und Jugendliche, um sich gut zu entwickeln, Austausch mit denen, auch echte Begegnungen. Und das ist jetzt sehr, sehr stark eingeschränkt gewesen. Und ich glaube, dass die alle insgesamt eine besondere Unterstützung brauchen. Deswegen will ich mich tatsächlich in den nächsten Wochen auf den Weg machen und dort auf Bundesebene auch nochmal schauen, was wir tun können, um entsprechende Begleitung direkt an die Schulen, in die Institutionen zu bringen, um jetzt im nächsten Jahr eine bessere Unterstützung zu haben, als das normalerweise möglich ist. Viele Schulen haben Schulsozialarbeit, manche haben es eben auch nicht. Dazu die freiwilligen sozialen Freiwilligen, die wir oft an den Schulen haben. Solche Unterstützung müsste durchgängig möglich sein, damit eben Schüler auch jemanden an die Seite bekommen, der sie und die sie unterstützt. Natürlich sind schulpsychologische Dienste und sind insgesamt auch die psychosozialen Dienste auch jetzt stark unter Druck, brauchen entsprechende Aufstockung. Denn da kommt jetzt vieles. Ich bin mir auch sicher, wenn je mehr wir in Richtung einer Normalität wieder kommen, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen, desto mehr wird es auch zutage treten, dass wir alle, aber insbesondere Kinder und Jugendliche und Familien sehr stark gelitten haben unter dieser Pandemie. Okay, dann sehe ich im Chat eine Frage von Steffen Schmidt. Er richtet an euch beide die Frage, wie die SPD die Familien in Baden-Württemberg entlasten möchte. Sabine, möchtest du zuerst und dann Saskia? Gerne. Ja, Steffen, danke für die Frage. In der Tat, ich habe es eben schon angesprochen, geht es hier vor allen Dingen auch um die gebührenfreie Kita. Wir haben in einigen Bereichen, vor allen Dingen in den Städten, sehr, sehr hohe Gebühren. Es gibt Familien, die zahlen 800 bis 1000 Euro für zwei Kinder. Das ist schon gar nicht mehr mit einem Teilzeitgehalt abzudecken. Dann kommt vielleicht noch die hohe Miete. Dann kommt noch die teure Fahrkarte für den ÖPNV dazu. Und in diesem Dreiklang wollen wir Familien entlasten. Ich habe es eben schon gesagt. Ein Wohnraumprogramm über eine Landesentwicklungsgesellschaft, wo wir versuchen möchten, gerade jetzt auch Liegenschaften des Landes zu erschließen, um dort auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir möchten im ÖPNV ein 365-Euro-Ticket, auch das entlastet Familien, und die gebührenfreie Kita. Jetzt kommt in der Regel ja immer die Frage, warum soll denn jetzt zum Beispiel die Familie, die, was weiß ich, eine Arztpraxis hat oder ein hohes Einkommen hat, warum sollen die denn jetzt keine Kita-Gebühren zahlen?
Ja, die Frage reiche ich mal an die nächste Stufe weiter. Warum zahlen wir denn keine Gebühren in der Grundschule? Wenn wir sagen, eine Kita ist heute auch eine frühkindliche Bildungseinrichtung, dann darf die nicht anders gesehen werden wie eine Grundschule. Denn in der Kita legen wir den Grundstein für die Bildungskarriere der Kinder. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gebühr selber kein Hindernis sein darf, dass Kinder in die Kita gehen. Es wird ja immer wieder behauptet, dass die meisten Leute mit kleinem Einkommen gar keine Kita-Gebühren zahlen. Das sind ganz wenige. Ich glaube, nur 4 oder 5% sind entlastet. Und Menschen, die gerade mal genug verdienen, dass sie ihren Lebensunterhalt einigermaßen bestreiten können, die werden da belastet. Deswegen ist die gebührenfreie Kita auf jeden Fall eine sehr große Entlastung für die Familien. Okay, Saskia, da willst du bestimmt ergänzen. Sehr, sehr gerne. Tatsächlich hat Sabine die wichtigen landespolitischen Maßnahmen schon genannt. Und am Ende muss es immer auch darum gehen, Sabine, du hattest es vorher gesagt, es ist ja eine seltsame Sache, dass Familienpolitik so ein bisschen als Frauenpolitik gilt. Dabei ist es doch eigentlich Politik für Männer und Frauen. Und bringt aber eben doch Entlastung auch durch die Institutionen und so hohe Gebühren, die wir in Baden-Württemberg für die Kleinkindbetreuung haben, wo das doch eine Bildungseinrichtung ist, das muss man tatsächlich sehr in Frage stellen. Und die Finanzierung über Steuern bringt ja durchaus mit sich, dass diejenigen, die viel verdienen, dann auch mehr bezahlen. Und das, so ist es richtig und so wollen wir es auch machen. So machen wir es ja schließlich, wie du richtig sagst, mit den Schulen auch. Am anderen Ende aber bei der Primärverteilung, da kommt es eben auch darauf an, dass wir jetzt bei den Löhnen und Gehältern, die Familien erzielen können, nochmal die Schraube andrehen, dass wir dafür sorgen, dass die, vor allem die niedrigen Einkommen, dass die steigen. Da haben wir heute eine Initiative vom Arbeits- und Sozialminister und dem Bundesfinanzminister Hubertus Heil und Olaf Scholz gehört. Zum einen zu einem Mindestlohn, der mindestens 12 Euro betragen soll und dann wieder in die Hände der Mindestlohnkommission gegeben werden soll. 12 Euro und ein bisschen was, das sind 2/3 des Medianlohns und das ist der richtige Richtwert sozusagen, um einen anständigen Mindestlohn zu beschreiben. Immer nur als Lohnuntergrenze natürlich gedacht, das ist noch lange kein toller Lohn, aber als Lohnuntergrenze wäre es richtig. Und dann kommt es eben auch darauf an, gute Tariflöhne zu stärken, überhaupt gute Tarifverträge, die ja auch Arbeitsbedingungen absichern und nicht nur Löhne. Und dazu ist es wichtig, dass wir ein Bundestariftreuegesetz bekommen und dass wir mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge haben. Viele, viele Frauen arbeiten in Berufen, die haben wir neuerdings als systemrelevant bezeichnet, die massiv unterbezahlt sind. Das sind Dienstleistungsberufe, das sind soziale Berufe, das sind nicht technische Berufe, die einfach in der Wertschätzung bislang hinten runterfallen, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Jetzt haben wir erkannt, wir hängen von den Tätigkeiten, da hängt unser tägliches Leben von ab. Und deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die auch anständig bezahlt werden. Leider ist es nicht gelungen, den Pflegetarif allgemeinverbindlich zu erklären. Wir müssen da in den nächsten Wochen und Monaten noch mal schauen, dass wir da einen zweiten Anlauf hinbekommen, weil unser Applaus, den wir alle gespendet haben für diese Berufe, insbesondere in der Pflege, aber auch andere, der zahlt nicht die Miete. Und deswegen müssen wir bei den Einkommen noch mal ran. Richtig. Du wolltest die nächste Frage? Eigentlich wollte ich das nur bestätigen. Also dieser Pflegemindestlohn, das ist wirklich schade. Und ich glaube, da ist jetzt nochmal eine Nachsteuerung dringend notwendig. Denn wir werden sonst bei den Pflegeberufen, gerade auch in Ostdeutschland, kein Personal mehr finden. Wir haben so große Unterschiede in der Bezahlung von Pflegekräften. Das ist einfach unfassbar. Und wir wissen, dass die Sozialberufe einfach mehr Personal brauchen. Und das können wir nur über die Steuerung eines guten Mindestlohnes machen. Ja, die nächste Frage kommt von Stefan Krumm. Wie kann es klappen, aus der Reaktionspolitik in eine vorausschauende, progressive Politik zu kommen, auch auf Kommunalebene? Hier herrscht doch häufig eine Warten-wir-erst-mal-ab-Politik. Ich würde da vielleicht gerade, du kannst das ja noch mal ergänzen, du bist ja auch lange Kommunalpolitiker gewesen, ich ja auch und ich glaube Saskia auch.
kann ich gar nicht mal so bestätigen, weil wir haben hier ein Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, alles, was man in der Ebene darunter selber machen kann, wird auch gemacht. Aber jetzt kommt das Aber. Ich glaube, dass in vielen Bereichen Kommunen einfach deutlich schneller reagieren können, als es die Landespolitik macht. Ich sehe das gerade aktuell in der Bekämpfung der Pandemie immer wieder, dass gerade die Kommunen oft viel schneller sind, viel innovativere Ideen haben, aber dann ausgebremst werden, weil es natürlich vom Land erstmal eine Verordnung gibt. Ich glaube, man sollte den Kommunen viel mehr zutrauen und sie dabei auch unterstützen, dass die einfach in ihrer Handlungsfreiheit nicht immer eingeschränkt werden. Aber ansonsten glaube ich, dass unsere Kommunen schon recht fit sind und auch der Landespolitik immer mal wieder ordentlich Dampf geben, oder Johannes? Na klaro, ja. Dann habe ich die nächste Frage von Susanne Tröntle. Wie steht die SPD zum Angriff auf Tarifverträge von Gesamtmetall? Das kann vielleicht die Saskia beantworten. Also grundsätzlich sagt man ja, die Politik soll sich in Tarifverhandlungen nicht einmischen. Aber in dem Fall muss man schon ganz deutlich sagen, wenn Gesamtmetall glaubt, am besten außerhalb der bisher guten Einigung zwischen den Tarifpartnern zurechtzukommen, dann muss ich mich sehr wundern. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gute wirtschaftliche Entwicklung gehabt, dadurch, dass die Tarifpartner sich darüber geeinigt haben, immer wieder auch einigen mussten, was ein guter Lohn ist und wie die Produktivitätsgewinne, wie die Weiterentwicklung des Unternehmens, wie überhaupt die Bedingungen der Arbeit auch gestaltet sind. Das ist ein bislang guter Weg gewesen und man sollte sich davon nicht verabschieden. Das will ich nur ganz, ganz dringend raten. Ja, die nächste Frage von Rudi Vetter. Was will die SPD machen, um Frauen gleichberechtigt in Führungspositionen zu beteiligen? Da können wir uns gerade die Bälle zuspielen. Saskia, ich fange mal mit dem Land an. Ich habe es eben in meinem Grußwort erwähnt, es gibt das Chancengleichheitsgesetz. Dieses Gesetz war das allerletzte Gesetz, was wir in der letzten Legislaturperiode, die aktuelle läuft ja noch, 2016 im Landtag verabschiedet haben. Ich habe damals dazu geredet. Ein ganz schwieriges Gesetz, weil da ging es um Aufstiegschancen, Chancengleichheit im öffentlichen Dienst. Das war ein richtig dickes Brett. Und jetzt nach 5 Jahren müssen wir sagen, es ist überhaupt nichts passiert. Die gläserne Decke ist in allen Bereichen immer noch da. Es gibt 1000 Ausreden, warum Frauen nicht gefördert werden. Die Chancengleichheitsbeauftragten geben sich seit 5 Jahren bei mir im Büro in Stuttgart die Klinke in die Hand und sagen, es passiert nichts. Und deswegen habe ich sie eben gesagt, hier muss man was machen. Es muss sanktioniert werden, wenn gut qualifizierte Frauen immer wieder benachteiligt werden, wenn die Rechte der Chancengleichheitsbeauftragte beschnitten werden. Hier muss man dringend was machen. Und im Bund, da kann jetzt Saskia was dazu sagen, haben wir ja gerade auch einen Erfolg bei Frauen, gerade auch in den Aufsichtsräten errungen als SPD. Ja, Frauen in Führungspositionen, da gab es ja schon in der Vergangenheit ein Gesetz, das sehr stark auf Freiwilligkeit gesetzt hat. Und auf die Erklärung von Zielgrößen, das heißt also, man hat Unternehmen motiviert mit diesem Gesetz, sich Ziele zu setzen und die dann auch umzusetzen. Und dann muss man sich vorstellen, dass ein nicht unerheblicher, also eine große Mehrheit, um es genau zu sagen, der Unternehmen, ein nicht unerheblicher Anteil, als Zielgröße für die Anzahl von Frauen in Führungspositionen von 0 angegeben hat. Das ist einfach das Ziel. Das ist ziemlich frech, würde ich mal sagen. Ich würde es mal einfach so formulieren. Und jetzt, als dann anstand, dass wir da eine Novelle für machen wollten, war natürlich in Zeiten von Corona schnell das Argument zur Hand, Moment, also mehr Frauen in Führungspositionen jetzt in dieser Situation, wir wollen dich doch nicht noch mehr Belastungen für die Wirtschaft beschließen. Und da kommen bei mir ganz viele Fragezeichen auf. Und ich muss sagen, ernsthaft, ihr meint ernsthaft, Frauen in Führungspositionen sind eine Belastung für die Wirtschaft? Wow. Also wenn man sich die Wissenschaft anguckt, die ja vergleicht, wie Unternehmen, wie die vorankommen, wie die verdienen und wie die auch nachhaltig und zukunftsfähig aufgestellt sind,
dann ist ganz klar, dass Unternehmen, die mehr Frauen, die divers und auch geschlechterparitätisch aufgestellt sind, in der Führung, dass die wesentlich besseren Erfolg haben. Und wer das heute noch nicht einsieht, der tut mir ein bisschen leid, aber tatsächlich müssen wir auch hier mit einer Quote, mit einer harten Quote arbeiten. Und wir sind wesentliche Schritte vorangekommen, auch wenn, ehrlich gesagt, das wieder eben ein Kompromiss auch mit der Union ist und dass der nicht zu 100% unseren Vorstellungen entspricht, kann man sich ausmalen. Ja, jetzt gibt es noch mal eine Richtigstellung zu der Frage von Stefan Krumm, der soeben nachgefragt hat, wie die Politik auf kommunaler Ebene läuft und fragt, ich meinte eher dahingehend, dass vielleicht auch nur gefühlt gewartet wird, bis alle Regeln da sind und dann erst sich Gedanken gemacht werden, wie man rauskommt, wahrscheinlich soll das heißen, anstatt vorher mehrere Ideen zu sammeln. Nee, auch das kann ich nicht ganz bestätigen, weil wir haben ja die kommunalen Spitzenverbände, also der Gemeindetag und der Städtetag Baden-Württemberg und ich bekomme ja oft die Vorschläge, auch bei mir auf dem Tisch, die sind also sehr aktiv, die kommen immer wieder auch mit Ideen aus der kommunalen Familie an die Landesregierung heran. Aber ich sehe auch, dass wir seit 5 Jahren hier einfach nicht weiterkommen, weil egal, was die schreiben und um was die bitten, es wird nicht erhört. Also die berühmte Politik des Gehörtwerdens heißt noch lange nicht, dass man das auch wirklich macht. Und die Ideen sind da und ich bin absolut der Meinung, dass die Kommunen hier immer wieder gute Vorschläge machen. Deswegen braucht es eine SPD in der Landesregierung, damit wieder ein echter Dialog und eine echte Kommunikation mit der kommunalen Ebene stattfinden kann. Sandra Huber hat gefragt, was ist eine gute Pflegepolitik für die SPD? Ja, wir haben vor 2 Jahren ein sehr umfangreiches Pflegekonzeptpapier geschrieben und wir haben das nicht im stillen Kämmerlein unserer SPD-Fraktion, sondern wir haben natürlich auch die Kollegen aus der Bundestagsfraktion, speziell unsere pflegepolitische Sprecherin, die Heike Behrens, für den bundespolitischen Teil dazugenommen und haben mit diesem Papier sozusagen, sind wir ja getingelt durch das Land und haben mit verschiedenen Bereichen der Pflegepolitik uns vernetzt, haben das Papier angeglichen und daraus ist wirklich eine runde Sache geworden. Zum einen müssen wir sagen, dass ungefähr 75% der hochaltrigen Menschen zu Hause versorgt werden. Wir alle wollen möglichst lange zu Hause bleiben und da müssen wir die Infrastruktur verschaffen. Deswegen habe ich soeben auch gesagt, wir müssen deutlich mehr Geld in die Hand nehmen für den Ausbau der Tages- und Kurzzeitpflege, für die Unterstützung pflegender Angehöriger. Aber auch das Land muss wieder in die Pflegeplanung einsteigen, gemeinsam mit den Kommunen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und in den 10 Jahren, die ich jetzt Abgeordnete bin und auch Pflegepolitik mache, habe ich gemerkt, dass auch die Bürgermeister immer mehr gemerkt haben, dass das für sie ein Thema ist, dass man einfach Strukturen schaffen muss, dass die Menschen so lange wie es geht, in der Kommune bleiben können. Und da haben wir ein sehr, sehr umfangreiches Papier gemacht, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Und ich glaube, es gibt keine Partei in Baden-Württemberg, die das so vertieft auch behandelt hat. Und auf Bundesebene, Saskia, gibt es ja die konzertierte Aktion Pflege, wo die SPD sehr, sehr gut, das muss man jetzt in dem Fall sagen, auch mit der CDU zusammenarbeitet. Es ist ja nicht nur alles immer voll Krawall, sondern es gibt auch viele Themen, die man gemeinsam vorantreibt. Und da hoffe ich, dass wir da noch ein Stückchen weiterkommen, vor allem im Bereich der Pflegeversicherung. Dann ja, da ist tatsächlich notwendig, dass wir da auch weiterkommen, denn da sind gute Schritte gemacht worden, das stimmt. Ich glaube, ich habe damals unter anderem deshalb wegen des guten Pflegepolitikkapitels im Koalitionsvertrag dieser Koalition auch zugestimmt. Und da ist vieles davon umgesetzt worden. Und jetzt kommt als nächstes, steht ja zur Debatte der Eigenanteildeckel, den ich richtig finde und wichtig finde. Aber er darf unter gar keinen Umständen zulasten der Pflege gehen. Und da müssen wir echt aufpassen, weil durch die Deckelung natürlich auch ein Deckel in die Finanzierung kommt. Es darf nicht am anderen Ende dann heißen, ja, aber jetzt hatten wir gerade Corona, jetzt müssen wir da ein bisschen sparen. Und dann sparen wir alles zusammen und das landet dann am Ende. Wo soll es landen? Bei den Pflegekräften. Das darf nicht passieren, sondern im Gegenteil müssen wir gleichzeitig mit der Deckelung der Eigenanteile auch für bessere Verdienste in der Pflege sorgen. Denn nur mit besseren Verdiensten können wir den Pflegenotstand überwinden. Und der Pflegenotstand zeigt sich
in der Belastung der einzelnen Pflegekräfte und er zeigt sich auch in der Minutenpflege und in dem Mangel an auch Zuwendung, den die Pflegekräfte leisten können. Alle zusammen leiden zurzeit unter Isolation, versuchen das auszugleichen als Pflegekraft und haben doch keine Zeit dafür. Da muss unbedingt sich was verändern, damit wir insgesamt eine bessere Situation bekommen. Ja, und soviel ich weiß, soll ja Jens Spahn noch in der laufenden Legislaturperiode noch ein Gesetz vorlegen zur Reform der Pflegeversicherung. Da geht es um den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch, dass also die Menschen in der Pflege nicht mehr 2.000 Euro Anteil haben, sondern einen Sockelbetrag, der für alle gleich gilt. Und der Rest soll über die Pflegeversicherung finanziert werden. Man darf gespannt sein, ob der Herr Spahn diesen Gesetzentwurf noch durchbekommt. Ja, nochmal Sandra Huber mit einer ganz interessanten Frage an uns beide. Saskia, wie steht die SPD zum Paritätsgesetz? Da haben wir ja jetzt gerade leider erlebt, dass ein Paritätsgesetz, glaube ich, in Brandenburg gerichtlich gekippt worden ist. Das ist immer die alte Frage, was zählt denn höher, die Freiheit der Parteien, ihre Kandidaten auf den Listen aufzustellen oder Artikel 3 unseres Grundgesetzes, was ich soeben schon erwähnt habe, nämlich genau diese Ungleichheiten oder ja, Hindernisse in der Gleichberechtigung auszuräumen. Das ist ein Auftrag des Staates. Da werden immer wieder Diskussionen darüber geführt, auch bei Verfassungsrechtlern. Hier ist wieder mal die andere Seite am Zuge gewesen. Aber ein Paritätsgesetz haben wir ja auch in Frankreich schon seit vielen Jahren. Und wir haben gesehen, dass es funktioniert. Hier läuft es allerdings über klare Sanktionen. Wenn eine Partei nicht genügend Frauen aufstellt, dann geht es an die Parteienfinanzierung. Das tut dann richtig weh. Und ich behaupte immer wieder, wir haben genügend Frauen. Aber diese Frauen müssen sich extrem hart durchbeißen, um weiterzukommen. Und wir haben Gott sei Dank bei der Aufstellung der Bundestagsliste ja eine Parität, einen Reißverschluss. Wir sehen aber bei den anderen Parteien, die das nicht machen, dass die einfach einen deutlich geringeren Frauenanteil haben. Also es spielt schon eine Rolle. Und ich glaube, wir werden auf längere oder mittlere Sicht nicht an einem Paritätsgesetz vorbeikommen. Saskia, das siehst du wahrscheinlich genauso. Das sehe ich ganz genauso. Das ist auch ein wichtiges Vorhaben für die Sozialdemokratie, ein verfassungsgemäßes Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen. Auch in Baden-Württemberg wäre es schön, wenn die nächste Regierung die Legislatur dann dazu nutzen würde, das Wahlrecht dahingehend zu reformieren, dass wir auch in Baden-Württemberg über den Weg einer Zweitstimme die Möglichkeit bekommen, auch ausreichend Frauen im Parlament vertreten zu haben. Du hast es gesagt, wir sind Schlusslicht. Ich kann mich erinnern an Katrin Altpeter, die mal gesagt hat, wir hätten weniger Frauen im Parlament als in Afghanistan. Und es gibt nicht nur ein Paritätsgesetz in Frankreich, sondern auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Haltet euch fest. Ja, das ist wirklich peinlich. Also deswegen, da bleiben wir dran, ganz klar. Sogar in Ruanda gibt es mehr Frauen im Parlament. Ja, okay. Jetzt kommt eine Frage von Benjamin Rudiger. Wie können wir die Kommunen finanziell wieder besser aufstellen? Es kann ja nicht sein, dass hier in großer Mehrzahl keine ausgeglichenen Haushalte mehr geschafft werden können. Das ist ein großes Thema. Wir haben in der gemeinsamen Regierungszeit mit den Grünen von 2011 bis 2016 die Kommunen sehr stark unterstützt. Die sind natürlich jetzt durch die Pandemie besonders belastet, vor allen Dingen auch durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Das ist natürlich dann ein Thema, wo wir uns aber vor allen Dingen im Bund mal darüber Gedanken gemacht werden muss, ob die Gewerbesteuer weiter in dieser Form so aufrechterhalten werden kann, weil die Kommunen sind sehr abhängig davon, ob es da vielleicht mal irgendwann eine andere Idee gibt. Ich habe jetzt aktuell leider keine, aber ich glaube, wir müssen darüber reden und es muss klar sein, dass das Land Baden-Württemberg jetzt die Kommunen stärker entlastet, weil es kann wirklich sein, dass viele Haushalte nicht verabschiedet werden können. Es gibt viele Kommunen, die sind ganz schwierig dran und wir alle sollten Interesse dran haben, weil nicht nur, dass die Kommune ja auch Pflichtaufgaben hat, es gibt ja auch viele Dinge, die die Kommune nicht machen muss, aber die für uns Bürgerinnen und Bürger wichtig sind, ob es das Schwimmbad ist oder die Stadthalle und viele andere Dinge. Wenn die Kommunen das nicht mehr finanzieren können, dann haben wir alle darunter zu leiden und deswegen wäre man hier gut beraten, dass Land und Kommune hier eine Lösung finden, wie man hier diese Möglichkeit schafft, dass die erstmal wieder Geld in die Kassen bekommen, um ihre originären Aufgaben auch erfüllen zu können.
Dann würde ich noch gerne eine Frage stellen, Saskia, die uns vorab gemailt würde, bevor wir wieder zu den Fragen im Chat kommen, wo es ja sehr lebendig zugeht. Vielen Dank schon mal an alle, die gefragt haben. Ich hoffe mal, dass wir noch alle Fragen beantworten können. Mir hat ein Bürger für dich die Frage aufgeschrieben, was macht die SPD, um Vertrauen der Bürger in die Politik wieder zu stärken nach den Masken-Rafke-Skandalen? Also das ist wirklich unsäglich und unglaublich und gehört auch mit Konsequenz verfolgt. Diese beiden Abgeordneten, denen jetzt nachgewiesen ist, dass sie tatsächlich in der Pandemie, mitten in der Krise, wo viele Menschen in Not geraten sind, sich die Taschen vollgestopft haben, die werden jetzt von der CDU-Fraktion und CSU-Fraktion, die werden die verlassen. Und mittlerweile haben sie auch angekündigt, sie werden sofort ihr Mandat zurückgeben. Und das ist auch richtig. So was hat wirklich, so eine Raffgier-Mentalität hat im Bundestag nichts verloren. Wir müssen dort durch das Lobbyregister und durch ähnliche Transparenzregeln für die Fraktionen auch nochmal ganz deutlich stellen. Wir haben eine ordentliche Abgeordnetenentschädigung, die sogenannte Diät. Und wir sind gut versorgt für unsere Arbeit. Jedenfalls bin ich der Auffassung, ich habe keine Nebeneinkünfte. Und ich bin der Auffassung, wir können von Abgeordneten verlangen, dass sie ihre Einkünfte minutiös offenlegen, nicht nur so wie bisher in diesen kleinen Schritten, damit wir in Zukunft sehen können, wer sich da von wem beeinflussen lässt. Gerade in solchen Situationen darf sowas natürlich nicht passieren. Okay, vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Frage. Steffen Schmidt schreibt nochmal, es ist wirklich traurig, dass die grün-schwarze Landesregierung es nicht geschafft hat, die Zuschüsse für die Kinderbetreuung in der Kommune zu erhöhen. Sabine, möchtest du dazu? Ja, also das stimmt jetzt nicht so ganz. Also die Zuschüsse sind schon nochmal gekommen. Also da hat man schon nochmal einiges investiert. Aber unsere Forderung, hier tatsächlich das komplett gebührenfrei zu stellen, wollte die Landesregierung nicht übernehmen. Wir haben ja auch einen Rechtsanspruch auf Betreuung, sodass das Land natürlich entsprechend auch reagieren muss, weil es würden ja sonst auch Klagen geben. Also das, was die Pflichtaufgabe des Landes ist, in diese Investitionen auch zu investieren, das wird auch gemacht. Aber uns ist das einfach zu wenig. Da muss man deutlich mehr machen. Ja, da ist nochmal die Sandra Huber mit einer wirklich ganz fleißig netten Frage. Sie schreibt hier eine Frage, habe ich noch? Ich bin noch unentschieden. Warum soll ich Sie am Sonntag wählen, Frau Wölfel? Und warum soll ich die SPD und Johannes Fechner im September wählen? Also ich kann den Teil erstmal für mich beantworten. Den zweiten Teil muss Johannes Fechner beantworten. Ja, vielleicht versuche ich es mal so. Mein Selbstverständnis als Abgeordnete ist, dass ich erstmal dieses Mandat immer mit Demut ausübe, weil dieses Mandat wird mir von den Wählerinnen und Wählern verliehen und damit ist auch eine hohe Verantwortung verbunden. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich im Dienste der Bürgerinnen und Bürger arbeite, dass ich erreichbar bin, dass ich bürgernah bin. Meine Mitarbeiter in meinen beiden Büros, die müssen immer alles liegen und stehen lassen, wenn eine Bürgeranfrage kommt. Das ist immer oberste Priorität. Das nehme ich sehr, sehr ernst, dass ich auch erreichbar bin. Und ich, wie gesagt, ich habe auch die Themen, glaube ich, immer ganz gut gesetzt. Für mich war immer wichtig, im Wahlkreis unterwegs zu sein. Und egal, wo ich hingegangen bin, ob zu einem Bürgergespräch, bei einem Verband oder bei einem Bürgermeister, es gab immer Hausaufgaben. Meine Mitarbeiter wissen das. Immer wenn ich zurückgekommen bin, dann gab es erstmal eine ganze Latte von Aufgaben, was wir nachfragen, was wir organisieren müssen. Das nehme ich sehr ernst. Und ich glaube, das macht nicht jeder Abgeordnete, aber es liegt dann am Ende an Ihnen selber, die Unterschiede zu sehen. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie können einfach vielleicht auch nach Ihrem Gefühl gehen. Aber ich glaube, dass ich dieses Mandat mit sehr viel Herzblut und sehr viel Verantwortung ausübe. Und warum man Johannes Fechner wählen soll, das könnte ich jetzt auch sagen, aber das soll er vielleicht selber machen. Jetzt kommt der zweite objektive Wahlberatungsclip. Ober, ich mache es kurz. Wir können uns gerne auch mal treffen oder telefonieren. Aber ich glaube, dass die SPD deswegen gewählt werden sollte, weil wir zu den wichtigen Themen Pflege, Gleichberechtigung, Europa, Respekt für die Menschen, Gerechtigkeit, Wirtschaft. Da haben wir gute Ideen, ein sehr gutes Programm und vor allem haben wir das Personal, dem Sie auch vertrauen können.
Olaf Scholz ist vielleicht keine Rampensau, aber er macht eine solide Politik und er wird unser Land als Kanzler gut voranbringen. Deswegen, glaube ich, können Sie guten Gewissens mir und auch der SPD die Stimme geben. Aber wir können uns gern noch mal unterhalten. Sehr gerne. Ja, im Chat sind jetzt groß keine Fragen mehr. Ja, Punktlandung. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende der Diskussionsrunde und jetzt freuen wir uns ganz arg auf Ellen Garnelis. Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen, will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Der größte Optimist sein, wenn's tagelang nur regnet. Will Stunden verschwenden und nicht so viel planen, mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Und wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt, auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte. So bleiben für uns auf das, was da noch kommt. Zurück in den Süden und langsamer leben. Mehr Zeit für die Liebe, mal sehen, was da geht. Und wenn ich da nicht ankomme, bin ich zumindest auf dem Weg. Und wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt, auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns, auf das, was da noch kommt. Und wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Wenn ich so an morgen denk, kann ich's kaum erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Sehr cool. Sandra Huber schreibt gerade, wunderschöne Stimme, großes Kompliment an den Musiker Ellen Garnelis. Ich glaube, alle klatschen jetzt auch vor dem Bildschirm. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich glaube, der Text, der hat mich jetzt so ein bisschen an die SPD erinnert, auf das, was da noch kommt. Ich glaube, ich habe dich in Verdacht, du hast es bewusst ausgesucht. Ja, liebe Saskia, es war toll, dass du heute dabei warst, dass wir diese Diskussion mit dir führen konnten. Wir haben zwei Beiträge, einmal von Gerd Engler und Georg Neuber, die haben wir jetzt nicht mehr beantwortet.
beantworten können, weil wir zeitlich den Rahmen jetzt dann gesprengt hätten. Wir kommen aber mit einer Antwort auf jeden Fall noch auf beide zu. Also nochmal danke, Saskia, und natürlich auch dir. Wenn wir jetzt mal rum sind in Baden-Württemberg, dann seid ihr ja dran, Johannes und Saskia. Da wünsche ich euch auch natürlich viel Erfolg bei der Bundestagswahl und einen erfolgreichen Wahlkampf. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die jetzt dabei waren. Ich glaube, das war uns ein Vergnügen, Johannes und mir, dass Sie heute dabei waren. Auch die Fragen waren ganz toll. Und wenn es noch Fragen gibt, die jetzt hier im Chat nicht gestellt worden sind, wir sind immer erreichbar und beantworten die gerne. Und jetzt kann ich Sie nur noch bitten, am Sonntag wählen zu gehen. Schauen Sie sich noch mal die Programme der Parteien an. Gehen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie noch Fragen haben. Ob es Kritik ist, ob es Anregungen sind, die nehme ich immer gerne an. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, meine Arbeit, die ich jetzt seit 10 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg mache, auch eine weitere Legislaturperiode fortführen zu können. Ich war vor 2 Wochen in Stuttgart auf meinem Schreibtisch. Da liegt noch jede Menge Arbeit, die ich noch zu tun habe. Und dafür brauche ich Ihre Stimme, damit ich auch ab nächste Woche Montag weiterarbeiten kann. Vielen, vielen Dank auch an alle hier im Studio, die dabei waren. Und Johannes, du hast das letzte Wort. Fällt mir schwer als Frau, aber du hast das letzte Wort. Da mache ich es ganz kurz. Schön, dass Sie alle da waren. Liebe Grüße, Saskia, nach Calw. Ellen, cool. Hoffentlich sind wir ganz bald wieder bei deinen Konzerten. Und Sabine, toi, toi, toi für die letzten Meter bis zur Landtagswahl. Macht's gut. Schönen Abend euch. Tschüss, Saskia.